Ja, mein Thema heute ist die anderen Menschen. Wie viel Einfluss haben andere Menschen wirklich auf unser Leben? Ich lese immer wieder Posts in dieser Gruppe oder auch sonst auf Facebook und zwar immer, ja, und wie soll ich damit umgehen? Mit den anderen Menschen, mit meinem Partner, mit Familienmitgliedern, mit Nahestehenden. Sie sind negativ, sie nehmen mir quasi meine Freude, meine Positivität. Was soll ich denn machen? Wie soll ich damit umgehen? Und dazu möchte ich euch einen Tipp geben, und zwar diese Perspektive zu ändern und wirklich zu erkennen, dass es eigentlich niemanden gibt, der ohne unsere Wahrnehmung, unsere Beurteilung irgendwie sein kann. Die anderen sind immer nur so, wie wir sie sehen. Wenn ich jemanden als negativ sehe oder beurteile oder sagt, der raubt mir alle Kräfte, der nimmt mir die Freude etc., wer tut das? Wer macht das? Macht es wirklich der andere? Und es macht nicht der andere. Und zwar machen wir das. Wir beurteilen, wir sehen, wir nehmen wahr. Wir nehmen das in unser Leben. Und stellt euch mal vor, wie in den Meditationen von Dr. Joe Dispenza. Irgendwann mal, wenn wir alles ausgeschaltet haben, alle unsere fünf Sinne, erkennen wir, dass wir nicht zu niemand sind. Und wir sind in dem Raum der unbeschränkten Möglichkeiten. Und ich stelle mir das oft so vor, ich habe eine Taschenlampe, oder? Und dieser endlos große Raum wird durch mein Bewusstsein, alias meine Taschenlampe, beleuchtet und wahrgenommen. Und wo ich erstens mal mein Licht hinleuchte, meine Aufmerksamkeit hinleuchte, das entscheide ich ganz alleine ich selber, nur ich. Und was ich dort wahrnehme, das entscheide auch nur jeden einzelnen Moment ich alleine. Da ist niemand beteiligt. Und ob ich jetzt in einer Meditation bin oder wenn ich jetzt hier in meinem chaotischen neuen Wohnzimmer sitze, ihr wollt gar nicht sehen, was mein Ausblick hier ist auf die Kartons, wie ich das beurteile. Das ist meine eigene einzige Angelegenheit. Und ob ich jetzt meine Taschenlampe auf diese Kartons und diese wahnsinnige Arbeit lenke und denke, oh mein Gott, oder ob ich sage, ja, ich habe es jetzt hier gemütlich und ich mache jetzt einfach ein Facebook Live über etwas, was mich schon lange beschäftigt hat und wo ich schon immer eins dazu machen wollte. Es ist meine Sache. Ich entscheide das, wie ich mich fühle und wie ich mich eben auch im Verhältnis zu anderen Menschen fühle. Und wenn ich jetzt nochmal in diesen Raum der unbeschränkten Möglichkeiten reingehe, habe ich eben auch unbeschränkte Möglichkeiten, die Dinge wahrzunehmen, die Dinge zu beurteilen. Und wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu diesem Beispiel eines Nahestehenden, der negativ ist oder der schlecht drauf ist oder vielleicht auch krank ist, helfe ich dieser Person wirklich, wenn ich meine Wahrnehmung durch dieses Gefühl, das der andere im Moment in sich trägt, bestimmen lasse? Oder helfe ich der anderen Person wirklich mehr, wenn ich ihn ganz heil, positiv und glücklich sehe, diese Aspekte an dieser anderen Person beleuchte? Und diese Entscheidung kann ich jeden Moment treffen. Gehe ich dorthin, wo ich das Gefühl habe, ein anderer Mensch ist? Gehe ich in sein Elend, gehe ich in seine Misere mit ihm? Oder bleibe ich dort, wo ich bin, mit meinem positiven Ausblick auf auf das positivste Potenzial des anderen und sehe das Beste in ihm und helfe ihm damit, weil ich ihn eben nicht als schwach sehe, so wie er sich selber vielleicht sieht, weil ich seine Situation nicht als negativ sehe, sondern weil ich Potenziale sehe, weil ich einen Weg sehe, weil ich eine Lösung sehe. Und warum sehe ich den Weg und die Lösung? Weil ich sehen will. Wieder meine Entscheidung. Jeden Moment. Klar weiß ich, dass es manchmal nicht gut ankommt,
ich muss ja auch nicht aufdringlich sein auf eine negative Person und sie quasi nicht respektieren, sondern nein, ich respektiere das, was der andere mir gerade zeigt, in dem Moment, wo ich es wahrnehme. Aber wie lange ich dort bleiben will, wie lange ich dort verweilen will in dieser Wahrnehmung, in dieser emotionalen Verbundenheit mit dem anderen, das entscheide ich. Also ich entscheide jede Sekunde selber, was ich wahrnehme und deswegen auch an anderen Menschen. Man sagt so schön, niemand kann mir mein Nest verschmutzen. Und das ist auch wirklich so. Niemand kann dir dein Leben verschmutzen, niemand kann dir dein Leben negativ machen, niemand kann dir deinen Spaß nehmen, niemand kann dir deine Freude nehmen, niemand kann dir deinen Positivismus nehmen, wenn du es nicht zulässt. Und du lässt es nicht zu, wenn du ganz stark in deiner eigenen Schwingung, in deiner eigenen Frequenz bleibst, die du dir angeeignet hast, die du gelernt hast in deinen Meditationen, die du weißt, wie sich's anfühlt. Und wenn du dann im Außen irgendwelche Dinge wahrnimmst, weil auch das nimmst du wahr, du nimmst wahr, wie sich ein anderer fühlt. Du nimmst es wahr, du nimmst die Gedanken und Gefühle der anderen Menschen wahr und dann erkennst du, dass es negativ ist. Aber willst du diese Wahrnehmung verstärken durch deine Aufmerksamkeit oder willst du einfach sagen, ui, da habe ich jetzt eine Resonanz, möchte ich die behalten oder suche ich mir eine andere Resonanz bei dieser Person, wenn ich sie schon in meinem Raum der Möglichkeiten habe? Keine Ahnung, es bleibt zu viel. Schöne Augen, ein nettes Lächeln, was auch immer das Herz sagt einer anderen Person gegenüber. Du hast tonnenweise Möglichkeiten, diese Negativität, die du wahrnehmen könntest, nicht wahrzunehmen und dafür etwas anderes wahrzunehmen. Und deswegen, für mich ist es mittlerweile wirklich so, ich komme immer wieder zu mir selber zurück, wenn mir irgendjemand ein schlechtes Gefühl gibt und sage, es gibt niemanden außerhalb von dir, der in deinem Leben kreieren kann. Du kreierst jeden, der außerhalb von dir ist. Ich sag's mir immer wieder selber und ich frage auch nicht, wieso, weshalb, warum kommt er mir jetzt so. Ich weiß, dass es irgendeine Schwingung, irgendeine Resonanz von mir ist, die diese andere Person angezogen hat. Es muss jetzt nicht jetzt sein, weil die Realität, die hinkt ja immer ein bisschen hinterher. Dem, was wir mal gefühlt haben, wie wir mal drauf waren, das können ja noch Überreste von vergangenen Schwingungen sein. Deswegen ist es total sinnlos, sich da irgendwie den Kopf zu vermarten und sagen, wieso, weshalb, warum ist das jetzt so, sondern zu schauen, okay, ich gehe davon aus, dass es noch eine Schwingung der Vergangenheit ist. Wenn ich mich jetzt gut fühle, wenn ich mich jetzt schlecht fühle, vielleicht ist es eine Reflexion meines jetzigen Seinszustands. Egal, ich kann es verändern. Und dazu muss ich eben nicht wirklich unbedingt jetzt mich abwenden von dieser Person, sondern ich muss nur einfach meine Wahrnehmung dieser Person gegenüber ändern. Und selbst wenn die vielleicht nicht so passt, oder? Stellt euch einen Streit vor oder eine Auseinandersetzung, eine kurzfristige, in dem Moment, wo du merkst, oh, das will ich ja gar nicht, du kannst aufhören. Und wir haben jeden Moment die Möglichkeit zu schauen, wo gehen wir hin mit unserer Energie, mit unserer Schwingung. Und dann sind wir frei. Und das ist für mich so, so wichtig, dass wir erkennen, dass es niemanden gibt, niemanden, der irgendetwas in unserer Schöpfung tun kann aus eigenem Willen. Es gibt keine bösartigen Angriffe, es gibt keinen Hinterhalt, es gibt niemanden, der ein Böse spielt, es gibt sogar kein Mobbing, sage ich euch. Es gibt kein Mobbing. Das ist krass, oder? Aber die Leute, die gemobbt sind, die haben sich schon gemobbt gefühlt, bevor überhaupt die Mobber gekommen sind. Und warum man sich gemobbt gefühlt hat, warum man ein Opfer ist, warum man sich ausgeliefert fühlt,
Das ist die Frage, die zu klären ist. Nicht die Frage, ja, was sollen die Mobber sich im Außen anders verhalten? Nein, die Frage ist, wie soll ich, was muss in mir, was ist da drin, das mir sagt, ich bin von anderen schlecht behandelt, ich werde nicht respektiert, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht unterstützt. Was ist da in mir, wo kommt das her? Ich muss das und ich darf das lösen. Und das ist für mich Freiheit. Das ist für mich die Perspektive der hundertprozentigen Freiheit. Ich entscheide, was ich sehe, ich entscheide, wie ich es beurteile und ich entscheide, wie ich mich fühle. Und wenn ich diese Souveränität, diese Autonomität für mich einmal hundertprozentig akzeptiert habe, dann weiß ich tatsächlich, dass ich das Genie meines Lebens bin und dass ich der Schöpfer meines Lebens bin und dass ich mir jeden einzelnen Menschen, der mit mir in Kontakt hat, selber kreiere. Ja, hört sich vielleicht für manche von euch ein bisschen krass an, aber das ist für mich die einzige Perspektive, die für mich zählt und die für mich Sinn macht und die für mich die Wahrheit ist und die für mich diese Kraft mir zurückgibt und mir wirklich diese Sicherheit gibt, dass ich keine Angst haben muss. Ich brauche keine Angst mehr zu haben, weil es gibt keine Attacken von außen, es gibt nichts Unerwartetes, es gibt nur meine Kreation. Und wenn ich Herr meiner Schwingungen bin, Herr meiner Gedanken, Herr meiner Gefühle, bin ich der Herr meines Lebens. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu einfach. Ich weiß natürlich, auch für mich, der Weg dahin musste natürlich freigeschaufelt werden von alten emotionalen Verletzungen, Glaubensgrundsätzen, Verständnissätzen, alles Mögliche. Ich musste meine Perspektive auf mein Leben neu erfinden. Und mir neu beibringen. Logisch, ganz klar. Aber mit dieser neuen Perspektive bin ich endlich frei, bin ich endlich sicher. Und das wünsche ich mir für euch alle. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, eure Kommentare. Ich danke all denen, die mir jetzt gerade zugeschaut haben. Und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Alles Liebe, eure Patricia.